Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Subsistence mit Voucher und mit Nameless. Schön, dass ihr zurück seid. Es gab keine Offscreen-Runde. Ich bin tatsächlich nochmal nachts rumgelaufen. Ich habe ein Hühnchen gefunden. Wir können uns das Bett gleich bauen und dann gehen wir mal drüben schauen, wie wir die Situation lösen. Wie gesagt, die da oben, die müssen sich nicht unbedingt weiter aufbauen. Ich hatte überlegt, ob ich eine Offscreen-Runde mache, aber dann bauen die sich natürlich in der Zeit weiter auf. Deswegen sollten wir da heute gleich mal direkt rüber. So, ich lasse das Bett schon mal durch. Und dann nehmen wir die Kisten, die ich gerade draußen gesehen habe, und dann geht's weiter. Also es ist alles voll. 10 Federn, 5 Leder und 6 von den Dingern. 6 von den Dingern. Machen wir mal hier. Zack. Die nehmen wir auch gleich mal mit rüber. Warst du schon? Bett wird gebaut. Und das hat ja normalerweise ein Leben schon mal am Anfang, ne? Ein Hühnchenfleisch habe ich schon gegessen. Wasser wollten wir noch, richtig? Machen wir das einmal so. Und nehmen uns das Bett gleich raus dann. Jetzt gehe ich mal kurz gucken. Da war doch die Kiste vor der Tür gelegen, ne? Einmal hatte ich da drüben eine gesehen. Ich weiß nicht, ob mir die jetzt zu weit weg ist. Kann natürlich sein, wenn wir Glück haben, ist heute in der Falle nochmal Hühnchen. Dann hätten wir auch wieder Pfeile nachzubauen, ne? Ja, guck mal, das lohnt sich. Ich renne doch kurz rüber und hol die. Glaube ich. Gärten haben wir ja gestern gemacht, müssen wir heute nicht unbedingt. Jo, komm, wir flitzen kurz rüber. Ist eine Holzkiste, wenn wir Glück haben, sind 4 Nägel drin oder so. Da oben liegt auch noch eine. Allerdings habe ich jetzt noch keinen Bären gesehen heute Morgen. Was nicht unbedingt vorteilhaft ist, wenn man sie nicht gesehen hat. Langsam. Langsam. Sehr schön. Jo, guck dir das an, Paradies. Paradise. Und die habe ich gesehen noch. Die da will ich auch noch mitnehmen. So, Kräuter und so lassen wir stehen. Die können wir auf dem Rückweg No-Loot runde machen. Ich hoffe natürlich, dass die mich heute nicht gleich wegfetzen. Ich muss sagen, nach dieser Sterberunde bin ich sehr nervös, irgendwas anzugreifen. Selbst jetzt. Aber wenn man, das ist halt auf der einen, also aufgestanden sind wir. Ja, wir sind geflogen, wir sind aufgestanden. Aber ich bin noch nicht losgelaufen. Ich stehe noch. Und heute laufen wir wieder los. So das Ziel von der heutigen Runde. Oh, hier ist alles gut. Bäm, 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 bäm. Nameless, willst du dir oben was holen? Hast du Bock? Nee? Nee? Ja? Komm, ich muss ja nicht gleich rüber. Es reicht ja dann, wenn wir hell haben. Gleich wenn wir das mal. Wie gesagt, ich hab's nicht eilig, jetzt darüber zu kommen. So. Wir gucken mal. Warte mal, ich muss aber irgendwas nachpflanzen, danke. Haben wir noch Tomatenseed? Wieso habe ich denn den da nicht draufgelegt? Als ob ich ihn weggelegt hätte für heute, ist auch schön. So, Freunde der Nacht. Was habe ich denn da reingeballert? Ja, ich hau mal die Karotten hier raus. Muss ja auch nicht unbedingt sein. So. Ja, komm. Ist ja gleich nachgebaut. Iss mal. Iss die alle, das isst sie auch. Dann guckst du hier mal kurz rein. Zack, zack. Noch einmal kurz Wasser geholt und dann ist doch alles gut. Noch länger kann ich es dann auch nicht rauszögern. Nami, müssen wir kurz durch. Jo, Mama. Das mit der Verschalung ist geil. Allerdings bin ich da noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich muss mal demnächst irgendwann ganz, ganz viel Material besorgen. Es wird nicht leicht. So, die mache ich jetzt einmal wieder hier rein. Das mache ich hier wieder zurück. So, Leute, pass auf. Wir haben für den Angriff einmal 7 und 14. Das heißt, ich kann zweimal die hier füllen. Reserve 27, ja. Dann haben wir hier 5 drin. 6 Stück habe ich hier. Reserve 7. Gleiche ist hier 5 und da 5. Ich habe einen Verband zum Blutung stoppen. Was zum Heilen kann ich mir, glaube ich, nicht leisten. Ich guck mal eben. Ha doch. Ich meine, dafür ist das Zeug ja da. Bis man so immer ist, dass man immer trifft, ne? So, den baue ich mir jetzt auch noch auf. Dann würde ich das hier hochballern. Eigentlich brauche ich das auch nicht, bis wir vorne sind. Machen wir das doch einfach jetzt mal so. So. Aber bis ich da immer geschalten habe, ist halt so eine Geschichte, ne? Leute, wir gehen. Ich kann ja jetzt wieder speichern, ne? Ich mache das jetzt einfach mal. Dann können wir vom letzten Speicherpunkt los.
Gebraucht haben wir es beim letzten Mal nicht so oft, aber das weiß man nie. Ich schätze mal, die sind mindestens zu zweit. Ach, siehst du, was ich jetzt komplett vergessen habe. Also ich habe nochmal durchgeschaut. Wir könnten, wenn wir mal wieder ein bisschen Vorrat haben, auch mal so eine Granate benutzen. Im Moment habe ich leider keine. Ja, wegen der Tür, dass ich dann nicht immer so rumeier. Also bei der Granate zum Beispiel steht dabei, dass er auch für Türen ist. Aber 55 von diesen Päckchen habe ich noch keine zusammen, oder? Nee, siehst du? Das heißt, ich muss auf jeden Fall mein Werkzeug mitnehmen. Molly kann ich auch noch keinen bauen. Für den Molly brauchst du nämlich Alkohol und den haben wir noch nicht. Also, dann haue ich halt meine Werkzeuge wieder durch. Ich persönlich habe da jetzt kein Problem heute damit. Muss aber auch sagen, es gibt Tage, da habe ich keinen Bock drauf. Wir müssen halt mal gucken, dass wir uns auch mal so eine Granate craften. Aber jetzt muss ich ja erstmal Munition nachschöpfen, ne? Ja, es hat immer Vor- und Nachteile. Aber da kommen wir auch irgendwann hin. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass ich da wieder reinfinde jetzt. So. Natürlich spähe ich erstmal rüber. Ich weiß ja nicht, ob die hier gerade beim Fischen sind. Wie sie hier zum Beispiel. Das könnte aber auch einfach nur der Einfluss sein hier vom Ding. Ja, das hat nichts zu bedeuten. So, jetzt stellen wir es mal hier hin. Gucken wir mal, ob wir sie sehen. Ja, der hatte ja noch nichts drauf, aber die will ich ja weghaben. Die sollen ja weg sein hier, ne? Da drüben ist eine Kiste im Busch, glaube ich. Was ist denn hier im Busch? Herr Kistle. Und irgendwann werden wir halt auch darüber müssen. Weil die sind ja mittlerweile schon so weit, wie sie damals oben waren. Die dürfen auch bleiben. Mit denen habe ich überhaupt kein Problem. So, ich versuche. So, da vorne sehe ich. Ne, ist ein Busch. Kann auch sein, die sind gerade Holz holen, du weißt es nicht, ne? Wenn du mich plötzlich von hinten überrascht bist. Okay, jetzt ist einer gerade ans Feuer, hat sich gebückt. Die Frage ist, wie nah muss ich ran? Jetzt ist er wieder weggelaufen. Am einfachsten wäre es halt, wenn ich wirklich einen guten Tag habe heute. Ich treffe die mit zwei Schuss und das Thema ist erledigt für heute, ne? So, Leute. Ich will, dass die hier wieder wegziehen, bevor die Türen aufbauen. Gehe ich jetzt jeden zweiten Tag rüber, bis die sich wieder auflösen. Ausgerechnet hier ist der blöde Busch da vorne, da sehe ich jetzt gar nichts. Ja, aber ich habe Zeit. Ich habe Zeit und Geduld. Und das brauchst du ja, wenn du aus der Entfernung hier. Oder soll man es ja noch. Weißt du was? Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen ein Spannungsabbruch ist. Wir machen noch eine Loot-Tour. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt heute gerade da was hinzimmern, oder? Ja, die haben halt den Rahmen schon. Der ist jetzt gerade hochgerannt, hast du es gesehen? Ich glaube, der ist noch alleine. Scheiße, jetzt habe ich zu lange gewartet. Nimm das. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War lange Zeit weg. Kann man jetzt auch nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob er alleine ist. Wir gehen mal weiter gucken. Ich sehe im Moment keinen zweiten. Sieht vom Stadium des Ausbaus aus so aus, als wäre da noch nicht viel mehr los, ne? Ich wechsle mal, falls jetzt einer mich überrascht. Leute, ich glaube, der war alleine. Yep. Dann haben wir natürlich jetzt hier nicht viel Loot zu erwarten, aber darum ging es ja auch nie. Hi, Großer. Ein Waffenteil. Mein Schuss habe ich wieder zurück. Der war noch drin gesteckt. Ich behalte es im Auge. Sobald hier wieder Köpfe rumwackeln, gehen wir wieder rüber, bis die weiterziehen. Ne? Das war doch so.
Und die anderen drüben lasse ich jetzt halt in Gottes Namen gewähren oder greife sie nur einmal an oder sowas. Wir können ja mal näher hingehen, dass wir mal gucken kurz, wie es denen geht. Nur nicht zu nah. Oh, jetzt habe ich so ein bisschen gutes Gefühl, jetzt könnte man fast einen Elch machen. Vielleicht sollten wir das. Sollen wir rübergehen an unseren alten Baseplatz aus Staffel 1 und gucken, ob er da ist? Stell dir vor, ich würde heute schon zwei Seen noch finden. Boah, weil das. Ich habe allerdings keine Dietriche, ne? Wenn wir eine Dietrichkiste finden, müssen wir sie stehen lassen. Ja, das waren jetzt. Ich dachte, dass hier schon ein bisschen mehr ist. Ist aber okay, ich will es ja weghaben. Gut. Bin ich ja schon fast ein bisschen glücklich. Ich habe nur einen Schuss gebraucht. Oh, da freue ich mich aber. Und dann nehmen wir es sicher. Ja, die kannst du direkt nachladen, ist ja einmal voll. Komm, wir gehen uns einen Elch suchen, Leute. Oder zumindest eine Tour machen. Lass sie mal noch ein bisschen aufbauen. Die Tür ist ja so oder so. Die wird ja jetzt gleich verstärkt sein dann, oder? Vielleicht lege ich mal ein bisschen Munitionsbaumaterialien weg für eine Granate. Wobei es mir momentan wehtun würde, weil ich lieber Muni craften würde. So, wir bringen unser Zeugs heim und dann geht es in die andere Richtung rüber. Schauen wir mal, ob der Elch irgendwo rumdackelt. Puma ist dann nach dem Elch dran. Und ich mache dieses Mal den Elch auch wieder mit dem hier. Selbst wenn er jetzt hier nicht so hochstufig ist. Wenn der dich erwischt, ist trotzdem vorbei. Oh, happy. Happy, weil das gehört ja ein bisschen zur Revierverteidigung auch. Kann natürlich auch sein, dass noch Banditen irgendwo sind. Da müssen wir ein bisschen die Augen aufhalten. So, meine Lieben. Dann gehen wir ganz kurz einmal nachzundern. Die kannst du rausmachen. Das kannst du auch rausmachen. Dann gehen wir einmal hier in die Kiste. Das wäre dann Munition. Ja, aber jetzt haben wir fast so viel, wie ich brauche, ne? So, das mache ich hier. Eine gönne ich mir. Gönne ich mir, gönne ich mir. Fleisch haben wir jetzt natürlich keins. Das Verbrutzelte von denen. Das braucht man nicht unbedingt. Das lege ich mal hier mit rein. So, warte. Zack, zack, zack. Ah, jetzt kommen wir auch langsam wieder auf die Waffenteile. So, meine Lieben. Ich bin happy, dass das geklappt hat. Das lasse ich mal hier. Das auch. Und hier vorne habe ich immer ganz gerne irgendwas drauf. Die lassen wir jetzt ebenfalls hier. Die Ersatzmuni nehme ich mit. Ja. So mache ich es. Die lasse ich hier. Die da lasse ich komplett hier. Ich versuche es nur mit den drei. Falls dann irgendwas wäre. Ach Gott, das Bett, Alter. Ich hält. Ich baue das Bett. Es baut sich ja nicht von alleine auf. Oh, nehm das. Dafür darfst du direkt hier in der Mitte pennen. Bleib jedes Mal dranhängen. Ein verfügbares Leben. Ja. Gut. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir noch rechtzeitig unterwegs sind. Kann auch sein, dass es schon ein bisschen spät ist. Ich kann aber die Tür, ich weiß, ich brauche die nicht unbedingt zumachen. Ne? So, komm, wir hauen ab. Wir könnten theoretisch auch kurz über den See schwimmen. Ich meine, da wären wir besser aufgehoben. Wenn ich nicht gerade viele Kisten sehe in der Entfernung, machen wir das auch. Ja, wir könnten hier auf jeden Fall schon mal rüber zu es abkürzen. Ist ein Hase. Komm, das machen wir eben. Ja, wenn ich es jetzt schon sehe, nehme ich es mit, ne? Genau, ja. Wir können ja hier trotzdem gucken, wenn da ein Elch wäre. Da hinten steht immer der Bär. Dip, 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 di, di, dip, 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 di, di, dip, 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 di, 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 di. Es bedeutet mir saumäßig viel, dass wir das jetzt schon mal hingekriegt haben, weil ich hatte echt Angst, irgendeine Aktion zu starten nach der Runde letztendlich. Also jetzt nicht Angst vorm Sterben hier in-game, ist ja ein Spiel, da habe ich kein Problem. Aber diese langen Laufwege. Und jetzt ist es auch wieder so, wenn du jetzt schon ein Bett hast, ne, dann willst du natürlich auch dieses eine Leben nicht gleich schon wieder hergeben. Das heißt, ich bräuchte eigentlich schon mal ein zweites. Eigentlich, was richtig cool wäre, wenn wir drei Leben im Bett hätten.
Also bevor wir wieder auf neutral stellen irgendwann. Drei Leben im Bett. Und dann immer gleich nachcraften. So, jetzt weiß ich nicht. Es kann gut sein, dass auch hier drüben ein Elch ist. Ist nicht zwingend. Ich glaube, wir machen ja mal hier kurz rüber noch. Ist gerade ziemlich ruhig die Gegend, ne? Oben läuft wieder unser Freund der Bär. Ja, ich glaube, dass wir hier auch schon einen Elch hatten auf der Höhe. Ich bin sogar fast überzeugt, dass ich da hinließ eine Kiste, aber da war auch gerade der Bär, mit dem habe ich jetzt keinen Bock rumzuscheren. Oder ist es ein Schwein? Ne, ne. Hier gehen wir jetzt einmal rüber. Da ist auch ein Bär. Dann laufen wir da hoch. Wir müssen halt jetzt gleich erstmal dem Elch wieder zwei, dreimal hinterher stiefeln. Wenn wir denn einen finden. Ist wahrscheinlich random, wo die rumlaufen, ne? Aber ich hatte das Gefühl, dass wir damals hier immer wieder mal einen gesehen haben in der Gegend. Hier und auf der anderen Seite drüben. Gehen wir mal rüber. Ich werde ja nicht erfrieren jetzt, wenn ich dann nachher heimgehe, oder wenn es dunkel ist. Oder? Kann auch sein, dass wir jetzt keinen finden. Und dann waren wir wenigstens ein bisschen unterwegs und haben unser Glück versucht. Das alleine ist ja schon wichtig. Jetzt sind wir gleich an dem Strandabschnitt, an dem ich früher mal looten war. Jo, jetzt machen wir mal rum. Wir dürfen bloß nachher in die Jäger reinlaufen. Da muss ich dann halt noch. Gehen wir mal außen rum jetzt, oder? Einmal. Wie ist denn der See eigentlich freigelegt? Ist er soweit? Boah, ja, kurz mal außen rum ist natürlich eine Geschichtle, ne? Das wird nichts. Wir werden über den See machen dann. So. Jetzt können wir das so machen. Und beim nächsten Mal, wenn ich wieder gezielt auf den Elch gehe, werde ich mich wieder der Schnitttechnik bedienen und uns ranschneiden. Weil es kann teilweise schon sehr, sehr mühsig sein, bis man mal was gefunden hat dann. Hier ist ein Wolf. Ich überlege gerade. Jetzt habe ich die Spitzhacke daheim gelassen. Super. Ja, weil ich gezielt auf den Elch will. Wie viele Pfeile haben mich? 10. Ich brauche eh Fleisch nachher, ne? Dann können wir ja mal den Wolf wieder checken, dass wir den auch mal wieder gemacht haben. So, zwei Pfeile waren es. Ich glaube, wenn ich mich umdrehe, könnte ich ihn mit der Axt. Ich bin mir bloß gerade nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte mich eigentlich auf die Pistole umschalten. Ich probiere es. Ja. Ich muss mich rantasten. Das muss so routiniert sein später, dass wir alles wieder im Griff haben. Der Mann hat zwei Lebern. Dieser junge Wolf hatte zwei Lebern. Also es war jetzt gut, zwei Pfeile ohne rumdrehen. Dann ein bisschen kritisch, weil ich ein bisschen geschissert habe. Aber am Ende hat es dann hingehauen. Perfekt. So, hier in dieser Gegend haben wir gestern einen gesehen. Der war da hinten oben. Im Moment sehe ich hier eher einen Wolf, ne? Kann auch darüber gelaufen sein, das weiß ich nicht. Komisch, wie man im Unterbewusstsein hier, ne, also wir spielen ja jetzt praktisch, sind ja da drüben, aber ich habe hier aus der letzten Runde diese Vorsicht in mir, dass da hinten die Jäger waren. So, ich würde sagen, wir laufen hier hoch und dann links rüber um die Felsen rum und dann gucken wir mal, ob wir bis dahin was gefunden haben. Eben. Ja, richtig, hier ist der Zaun, da kann er ja dann gar nicht hinterm Zaun sein. So, ich blinze mal hier ins Land rein.
Wer? Ich sehe spontan keinen. Ist schon ganz wichtig, dass ich mich dem Scheißhund überhaupt nochmal stelle. Wenn der jetzt heute nicht auftaucht, dann ist halt so. So, jetzt gehen wir hier kurz hoch. Kein Problem. Ich habe noch Ausdauer und alles. Dann laufe ich jetzt einfach mal weiter. Er müsste theoretisch jetzt weg sein. Wir sollten aber hier jetzt mal gucken, weil ich will ja hier noch hoch, ne? So. Ja, was soll's? Hühnchen habe ich eigentlich gesagt, dass ich immer mitnehmen will, gell? Wo ist denn das hin? Du, der ist halt weitergelaufen, ne? So wie das Hühnchen. Ja, aber wenn wir weiter so in dem Speed sind, schaffen wir es vielleicht doch ziemlich nah, den See freizulegen. Das wäre doch zumindest schon mal eine Kleinigkeit. Vielleicht taucht da noch irgendwo einer auf, wenn nicht. Vielleicht schneide ich uns morgen ran an einen. Dann laufe ich nochmal rum und gucke. Oder wenn ich meine Offscreen-Runde mache und ich komme an einem Elch vorbei, dass ich dann kurz die Offscreen-Runde unterbreche. Weißt du, wie ich meine? Das können wir auch machen. Ich sehe jetzt halt keinen. Gut. Den würde ich mal mitnehmen, dass wir auch wieder ein bisschen Holz gleich haben. Ich nehme mal fast an der Stelle, an der ich das letzte Mal gestorben bin, wenn wir einen treffen. Kommen wir jetzt ja auch gleich vorbei, ne? Habt ihr es eigentlich mal gesehen auf der Map, wie das krass ist hier? Wo das Spiel mich rausgeschmissen hat, hier hinten, ne? Ist der Wahnsinn, oder? Da musst du auch Bock drauf haben, dann. Wir haben keine Angst vor Elchen, aber sie vor uns. Sonst wären sie ja schon längst wieder bei uns. Manchmal hilft es, wenn man große Gosch hat, weißt du? Elche sind solche Schisser. Sie sind einfach nicht mehr hier. Denn sie wissen genau, das ist ein Voucher, sei Revier. Schupp, Dubi, Hühnchen, Hühnchen. Hast du dich verwandelt? Nee, 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 das lasse ich mal gut sein. Dieses Hühnchen brauche ich nicht. Es hat einen Freund, der stark ist. Bandit. Fast geiler wie ein Elch. Je nachdem, mit ein bisschen Glück. Oh, jetzt hätte ich. Hi. Der sitzt am Feuer, gell? Zwei Mann sind's, Leute. Sind gerade beim Holz holen. Schade. Wo ist der? Drei Leute waren's. Den habe ich tatsächlich erwischt, aber du hast mal richtig gesehen jetzt, wie die Kugel am Helm abgeprallt ist, ne? Ey, dann war heute doch eine kleine Banditenrunde mit einem etwas ausgedehnten, ruhigen Spaziergang.
Ich bin gerade am Überlegen. Den einen hatte ich hier erwischt und den anderen. War der nicht hier am Baum? Oh je, jetzt ist wieder der Moment, wo ich den dritten Rucksack wahrscheinlich nicht finde. Ach, Scheiße. Scheiße halt, ne? Letztes Mal, als die Situation war, stand ich drauf. Ja, egal. Deinen habe ich und den von drüben habe ich. Und wo ist. Ah, halt doch mal, der kam ja mit dem Rucksack, mit dem Helm rüber. Den hatte ich ja dann hier irgendwo erst, ne? Hier ist er. Okay, ich habe alle drei gefunden. Sehr schön. Jetzt können wir heimgehen. Wenn jetzt noch ein Elch kommt, ist mir es auch wurscht. Dann lass ihn stehen, dann machen wir den morgen. Mein Problemchen ist eher. Das Hühnchen nehme ich noch mit. Ah ne, ich kann ja hier einfach rüberschwimmen. Das ist gar nicht so weit. Das war nichts, das hättest du da denken können. Und der Pfeil ist zerbrochen. Wie sie dann wegflattern, gell? Hier ist die schmalste Stelle, da gehen wir rüber. So langsam. Geh näher hin. Stopp. Selbst wenn es sich bewegt, hast du es getroffen. Ich bin stolz auf dich, Nemi. So, meine Lieben. Dann war das am Ende eine geile Runde. Dann gucken wir mal morgen, dass wir anfangen, uns Szenen zu besorgen. Wir haben die Jäger hinten aufgescheucht. Wir haben ein Banditencamp mit drei Banditen. Ist doch ein guter Schnitt für heute. Hast du das jetzt gesehen? Hast du das jetzt gesehen, wie gezielt ich aufs Jägercamp zugeschwommen bin? Ich sag's ja, ich bin mein eigener Feind. Das ist deswegen. Nächstes Mal nehme ich auch eine Spitzhacke wieder mit. Tja, Leute, dann würde ich jetzt nur kurz eine Blende machen über den See. Dann verräumen wir noch kurz gemeinsam die Sachen, oder? Guck mal hier. Ja, aber jetzt nach der Folge heute habe ich das Gefühl, wir sind wirklich wieder da. Jo, so machen wir das. Kurz bevor ich hinten das andere Ufer erreiche, hole ich euch wieder dazu. Und es ist einfach schön, nach Hause zu kommen. Es ist einfach schön, nach Hause zu kommen. Zu wissen, dass man ein bisschen die Gegend entschlackt hat, das schadet auch nicht. Achso, siehste, wo ist denn meine Fischfalle? Nach der gucke ich nämlich nicht so oft. Ich habe ganz vergessen, als dass wir die gebaut haben. Die war weiter drüben oder ist sie schon kaputt? Hier ist sie. Naja, das kann natürlich jetzt sein, dass die schon gammeln, wenn ich die koche. Ey, wie der manchmal Probleme hat, aus dem Wasser zu kommen. So, ich kann mal gucken, ob der noch gut ist, der Hummer. Ansonsten. Ah, Träumle oder Bettermau. Ist das nicht cool? So, erstmal Holz. Zack. Machen wir gleich große Schlachtung. Zack, zack. Wo haben wir denn die Massenware hin hier? Ne? Die kann dann hier mit drauf, die Geschichte. Alter, da waren ja Zahnräder dabei, wie ich es mal gar nicht mitgekriegt habe. Das habe ich jetzt weg. Ach, schön, schön. Es hat sich einfach rentiert. Hier mache ich Ölgewinn, weil wir da eh viel zu wenig machen. Halbgar, der Junge. Leute, das war eine gute Runde. Ich fühle mich tatsächlich jetzt wieder ein bisschen besser. So, jetzt mache ich uns Pfeile, weil die brauchen wir wieder. Machen wir mal nur drei. Oh, der Hummer ist noch gut. Ne, bis heute gibt's Hummer. Die mache ich mir dann nachher raus. Sehr, sehr stark. Freue ich mich. Das war ich hier rüber. Das könntest du, aber das willst du nicht unbedingt. Gell? Ich kenne dich, das sparst du dir lieber. So, Leute, noch ganz kurz gemeinsames Wegräumen. Wir haben ein weiteres Zahnrad. Wir haben ein bisschen davon. Wir haben 5er hier, 17er da. Es könnte eine Handgranate geben, gell? Sollen wir das jetzt einfach mal machen, dass wir eine am Start haben? Ich traue mich ja gar nicht so richtig zu sagen, wie ich mich fühle, wenn ich an Granaten denke. Habe ich das Fischöl nicht mit runtergenommen? Ich glaube, gell?
Ich glaube. Also was wir auf jeden Fall wieder brauchen, und das lässt sich jetzt alles einfach nicht bewerkstelligen, ohne dass wir es machen. Wir brauchen bald möglichst wieder einen Dietrich. Zwei Holz. Komm, wir bereiten schon mal vor. Weil früher oder später müssen wir ja die anderen auch machen, ne? Die Jägerlin. Ich mache uns einen Dietrich. So. Zack, zack. Das kommt wieder zurück. Pfeile sind nachgecraftet. Dann lasse ich das hier durchlaufen als nächstes. Gut. Ich schau mal, dass ich vielleicht morgen hier eine kleine Runde um die Base rum mache. Bevor ich euch reinhole. Wenn ich einen Elch sehe, hole ich euch auf jeden Fall dazu. Ansonsten kann es gut sein, dass wir vielleicht morgen das ein oder andere Teil von der Base weiter aufbauen. Und dann gehen wir wieder auf Elchsuche. Dann mit einem Schnitt, sodass wir auch einen finden. Weil. Bin ich jetzt. Ich erschrecke da jedes Mal, ohne Witz. Ich will ihm auf jeden Fall Schuhe gönnen. Dafür brauchen wir noch eine Sehne, dann hätten wir die schon mal. Dann möchte ich ihm das hier gönnen. Dafür brauchen wir zwei davon noch und zwei Taue. Weil der Winter kommt ja früher oder später wieder, ne? So, ich guck mal auf der Map rum, geschwind. Hier, die Jäger, die sind die, die wir lassen wollen. Im Moment sehe ich keine weiteren Lichter. Doch, da drüben wäre eins. Boah. Boah, weiß nicht. Weiß nicht. Schauen wir mal. Ich verabschiede mich von euch. Ich habe tausend Sachen im Kopf gerade. Ich verabschiede mich für heute. So, Leute, bis morgen.